Es geht weiter mit unserer Analyse zu Die Gefährten. Wenn ihr erfahren wollt, warum der Hexenkönig Frodo nur in die Schulter und nicht ins Herz stach, wie Uruk-hai tatsächlich gezüchtet wurden und warum diese Szene eigentlich anders ablaufen müsste, dann bleibt unbedingt dran. Du kannst jetzt noch tiefer in Tolkiens Welt eintauchen und deine eigene Geschichte als Zwerg, Elb, Mensch oder Ork erzählen. Wie? Auf unserem Herrn der Ringe Rollenspielserver. Dafür brauchst du nur das Spiel Garry's Mod und schon kannst du dich ins Abenteuer stürzen. Jede der Fraktionen bietet dir dabei eigene Spezialränge. Du kannst dich zum Beispiel bis zum menschlichen Großalchemisten, legendären Zwergenschmied oder Hexer der Orks hocharbeiten. Die verschiedenen Völker schließen dabei Bündnisse, führen Schlachten und Kriege, treiben Handel und bieten dabei die Möglichkeit, noch tiefer in Mittelerde einzutauchen. Damit es nie langweilig wird, bieten wir dir unterschiedliche Systeme, um das Spielerlebnis immer frisch zu halten. Es gibt ein komplett interaktives und verzahntes Inventarsystem, insgesamt 11 verschiedene Gebiete, die erobert werden können, ein riesiges Crafting-System, mit dem man auch brauen und schmieden kann, ein Alchemiesystem, ein Trainingssystem für neue und alte Rekruten, und ein komplett eigenes Strategiespiel, bei dem die Führungsriege ihr strategisches Können unter Beweis stellen muss. Und das Beste? Wir arbeiten unentwegt an weiteren neuen und besseren Features. Wenn wir mit dieser kleinen Vorstellung dein Interesse geweckt haben, dann schau unbedingt unter mythenauswesternis-rp.de vorbei. Von dort aus findest du alle wichtigen Informationen, Seiten und Links. Dein Abenteuer wartet auf dich. Das Westtor von Bree war eigentlich nicht derartig hoch. Ein normaler Mensch konnte bequem drüber schauen. Der Torwächter heißt übrigens Heinrich. In den Büchern war er ein übler Geselle und ein Komplize der Nazgul. Langer grauer Bart, spitzer Hut. Den habe ich seit einem halben Jahr nicht gesehen. Das hier ist Gerstenmann Butterblüm, der Inhaber des Gasthauses zum tänzelnden Pony. Er ist mit Gandalf befreundet. Als dieser 3 Monate vor Frodos Aufbruch von Beutels End Radagast traf und so von der Suche der Nazgul erfuhr, schrieb er einen dringlichen Brief an Frodo, sofort aufzubrechen, nach Bree zu gelangen und von dort mit Aragorn nach Bruchtal zu gehen. Diesen Brief sollte Herr Butterblüm zeitnah abschicken, doch aufgrund seines Arbeitsstresses und seiner eigenen Vergesslichkeit versäumte der Gastwirt diese wichtige Aufgabe, wodurch die Situation für die Hobbits extrem brenzlig wurde. Einige dieser üblen Gesellen sind übrigens Ork-Menschen und unholde Menschen aus dem Kerkern Isengards. Einst waren sie Speer Sarumans, doch auf seiner Suche im Auenland nahm der Hexenkönig einige von ihnen gefangen, folterte sie mit seiner bloßen Präsenz und machte sie sich selbst gefügig. Der berühmteste von ihnen war dabei tatsächlich Grimar Schlangenzunge, der sich in Die zwei Türme schon längst als Verräter gegenüber Saruman erwiesen hatte und insgeheim für die Nazgul und Sauron spionierte. Das, mein Freund? Merry war in den Büchern nicht mit in der Gaststube. Stattdessen wartete er auf dem Zimmer und ging später hinaus, um frische Luft zu schnappen. Dabei wurde ihm gewahr, dass sich 2 Nazgul in Bree befanden. Er nahm also seinen ganzen Mut zusammen und spionierte ihnen hinterher, doch wurde er hinterrücks attackiert und fiel in eine bösartige Ohnmacht. So hätten ihn die Nazgul um ein Haar verschleppt, doch Nob, ein Kellner des Gasthauses, der nach Merry suchen gegangen war, wurde auf sie aufmerksam, weshalb sich die Ringgeister zurückzogen. Der Mann in der Ecke. Wer ist das? Einer von den Waldläufern. Seinen richtigen Namen habe ich noch nie gehört, aber hier in der Gegend nennt man ihn Streicher. In den Büchern lud Streicher Frodo gleich darauf ein, sich zu ihm zu setzen und macht ihn darauf aufmerksam, wie sorglos und ausgelassen Sam und Pippin mittlerweile plauderten und dass letzterer, die Aufmerksamkeit genießend, über Bilbos Abschiedsfest erzählte und auch im Begriff war, den einen Ring zu erwähnen. Pippin verriet also eigentlich nicht Frodos richtigen Namen. Pippin, pass doch auf! Um Pippin davon abzuhalten, versehentlich wichtige Informationen auszuplaudern, sprang Frodo auf einen Tisch und zog die volle Aufmerksamkeit aller Gäste auf sich, indem er ein lächerliches Lied vom Mann im Mond trällerte. Nach stürmischem Beifall und einer tanzbegleiteten Zugabe fiel Frodo aus Tollpatschigkeit vom Tisch und steckte den einen Ring versehentlich auf den Finger, mit dem er die ganze Zeit schon in seiner Tasche herumgespielt hatte. Durch Frodos Malheur wurden die Nazgul eigentlich nicht auf den Plan gerufen. Allerdings befanden sich 2 fremdländische Komplizen der Ringgeister zu diesem Zeitpunkt auch im Wirtshaus. Sofort verließen sie die Schenke und berichteten diesen, was geschehen war. Du kannst dich nicht verstecken. Ich sehe dich.
Auch Sauron konnte Frodo in den Büchern weder spüren noch sehen, als dieser im Gasthaus den Ring auf den Finger steckte. Dazu war die Entfernung zu Mordor viel zu groß. Sauron konnte den Ringträger in den Büchern generell nicht einfach so aufspüren, wenn dieser den einen Ring aufsetzte. Er wusste lediglich, dass dies geschah und konnte die ungefähre Entfernung spüren. Also setzte sich Frodo erneut zu Streicher, der nun ein Gespräch hinter verschlossenen Türen verlangte, während alle übrigen Gäste voller Empörung und Missmut das Gasthaus verließen. Während Aragorn im Film irgendein namenloses Schwert trägt, führt er in den Büchern tatsächlich die Überreste des Schwertes Narsil, dessen Klinge 30 cm unter dem Heft abgebrochen war. Die Hobbits sammeln dies als Beweis, dass Streicher der echte Aragorn war und vertrauten ihm zunehmend. Zusätzlich hatte Aragorn in den Büchern einen Stab bei sich, den er vermutlich als Wanderstock verwendete oder um sich zu verteidigen. Du darfst nicht auf den Zauberer warten, Frodo. Sie werden kommen. In den Büchern müssen die Hobbits Aragorns dringlichen Worten nicht blindlings glauben. Denn Herr Butterblüm erinnert sich an Gandalfs Brief, den er eigentlich schon Monate zuvor hätte abschicken sollen, und gab ihn Frodo. In diesem Schreiben erklärte Gandalf unter anderem, dass Frodo Herrn Butterblüm und Aragorn vertrauen könne und dass letzterer ihn nach Bruchtal geleiten würde. Diese Szene ist übrigens eine unserer Lieblingsszenen. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Szene ihr am meisten feiert. Die mit den meisten Likes besprechen wir gerne noch ein Stück ausführlicher als die anderen. Der Angriff der Ringgeister auf Bree war eigentlich nicht so stürmisch. Tatsächlich waren es nur die zwei Nazgul, die Merry auch schon bemerkt hatte, die des Nachts die Fenster zum Zimmer der Hobbits aufbrachen, geräuschlos eindrangen und das gesamte Zimmer verwüsteten. Da sie die Hobbits nicht auffinden konnten, vermuteten sie, diese wären schon fort. Also verließen sie Bree in aller Eile, ohne eine Wache aufzustellen und um dem Hexenkönig Bericht zu erstatten. Zeitgleich wurde übrigens auch Frodos Haus in Bockland von Chamul und zwei anderen Ringgeistern angegriffen. Diese Szene hier ist eher eine Referenz an die Geschehnisse der nächsten Nacht angelehnt. Denn als der Hexenkönig den einen Ring im gesamten Umland nicht zu spüren vermochte, preschte er mit vier weiteren Ringgeistern kurz nach Mitternacht wie ein Sturm durch Bree hindurch, als sich gerade Gandalf im tänzelnden Pony befand. Dabei ritten sie die Tore nieder und verbreiteten durch ihre Aura eine solch höllische Angst, dass die Bewohner der Stadt das Ende der Welt herannahen glaubten. Einst waren sie Menschen, große Könige der Menschen. Jetzt sind sie Sklaven seines Willens. Sie sind die Nazgul, Ringgeister, weder lebendig noch tot. Wie die einstigen Menschenfürsten zu den Nazgul wurden, haben wir bereits in diesem Video ausführlich erklärt. Kurz gesagt gibt es in Tolkiens Welt zwei Dimensionen. Die physische, normale Welt und das Schattenreich, in dem körperlose Geistwesen, aber auch die Seelen von Elben und Menschen hausen. Die Ringe der Macht zogen nun über einen langwierigen Prozess den Körper der Menschenfürsten in das Schattenreich hinüber, sodass sie einerseits unsterblich wurden und andererseits in der physischen Welt nicht mehr existierten. Ihre Pferde, Kutten und Waffen entstanden jedoch der physischen Welt, sodass diese von Normalsterblichen gesehen werden konnten, während ihre wahrhaftigen Körper nur noch im Schattenreich existierten und somit unsichtbar waren. Hier machten sich die vier Hobbits mit Aragorn von Bree aus auf. Eigentlich wollten sie in der Früh in alle Heimlichkeit verschwinden, doch da ihre Ponys beim Nazgul-Angriff davongelaufen waren, vergingen viele wertvolle Stunden, bis sie ein anderes Tier auftreiben konnten. Es war das Pony Lutz, welches sie Lutz Farnrich, einem Spitzel der Nazgul, völlig überteuert abkauften und mit dem sich Sam auf ihrer Reise sehr gut anfreundete. Diese vier Nazgul, von denen einer höchstwahrscheinlich Ramul ist, wurden vom Hexenkönig querfeldein von Andrath zu der Wetterspitze geschickt, während er und die übrigen vier das Breeland nach einem Zeichen des Rings absuchten. Und was ist mit dem Frühstück? Das hattet ihr. Wir hatten das erste, ja. Aber was ist mit dem zweiten Frühstück? Und der 11 Uhr Imbiss? Mittagessen, 4 Uhr Tee, Abendessen, Nachtmahl, das kennt ihr doch wohl, oder? Tatsächlich verzehrten Hobbits, wenn es sich einrichten ließ, nur 6 Mahlzeiten am Tag und nicht 7, wie Pippin in dieser Szene aufzählt. Eigentlich sollte auch noch kein Schnee liegen, da es zu diesem Zeitpunkt der Reise erst Anfang Oktober war. Wovon leben die nur, wenn sie keine Hobbits kriegen können? Hier durchwandern die Hobbits die sogenannten Mückenwassermoore. Die Aussage von Merry stand in den Büchern von Zahm, denn auch da wurden sie von Stechfliegen und Mücken geplagt. Zusätzlich gab es auch eine Art großer Grillen, die einen immensen Lärm machten und von Zahm Zirperkörper genannt wurden. Wer ist sie? Die Frau, von der du da singst? Die Herrin Lúthien.
Ein Elbenmädchen, das seine Liebe Beren schenkte. Einem Sterblichen. In Büchern singt Aragorn den Hobbits auch das Lied von Beren und Lúthien vor. Es ist eine von den drei großen Geschichten aus dem ersten Zeitalter von Mittelerde. Lúthien, deren Eltern ein Elb und eine Maia, also ein göttliches Geistwesen waren, schenkte dem Menschen Beren ihre Liebe. Zusammen erlebten sie viele Abenteuer. Sie stahlen dem dunklen Herrscher Morgoth, dem Meister Saurons, einen der drei Silmarilli und kehrten sogar von den Toten wieder zurück nach Mittelerde. Letztendlich mussten sie jedoch beide ein zweites Mal sterben, diesmal endgültig. Sie sind gleichermaßen die Ahnen von Elrond und Arwen, als auch von Aragorn. In Arwen, so heißt es im Herrn der Ringe, soll die Schönheit Lúthiens wiedergeboren worden sein. Und wie wir alle wissen, wird auch sie dasselbe Schicksal, nämlich der Tod der Menschen, ereilen. Die Macht Isengards steht dir zur Verfügung. Sauron, Herr der Erde. Eigentlich hätte Saruman in dieser Szene die Augen geöffnet haben müssen, um in den Palantir zu blicken, da man die Gesichter des Steines nicht mit geschlossenen Augen wahrnehmen konnte. Das Geflüster Saurons hätte Saruman zudem nur in seinem Kopf. Wenn beispielsweise Grima in der Nähe gewesen wäre, so hätte dieser nichts vernehmen können. Dieses Fenster am Orthanc zeigt übrigens nach Nordwesten, da Saruman immer nordwestlich des Palantirs stehen musste, um mit Sauron zu kommunizieren, der sich südöstlich von Isengard befand. Gib mir eine Armee, die Mordors würdig ist. In den Büchern hatte Saruman keine Truppen von Sauron bekommen und auch nicht erst im Oktober des Jahres 3018 angefangen, Uruk-hai zu züchten. Tatsächlich begann er mit seinen verdorbenen Experimenten und Machenschaften schon im Jahre 2990 des dritten Zeitalters, also knapp 30 Jahre vor dem Ringkrieg und ganze 10 Jahre, bevor er Sauron überhaupt erst die Treue schwor. Bis dass Saruman Rohan den Krieg erklärte, verließen seine Orks jedoch niemals das Gelände von Isengard, welches streng bewacht war. Und als Gandalf dorthin geritten kam, hielten sie sich vor ihm verborgen, sodass er keinen Verdacht schöpfte. Die Symbole, die auf der Spitze des Orthancs eingemeißelt sind, waren Zeichen der Astronomie, da die Könige und Gelehrten Gondors den Turm einst nutzten, um die Gestirne und das Universum zu erforschen. In den Büchern war Gandalf 68 Tage auf dem Orthanc gefangen, der übrigens 150 Meter hoch ist. Allerdings war er zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon längst wieder entkommen, nämlich noch bevor die Ringgeister das Auenland erreichten und Frodo von Beutelsend aus aufbrach. So gelangte er ins Auenland und kam nur einen Tag später als Frodo in Bree an. Als sich dieser zusammen mit den anderen Hobbits und Aragorn gerade in den Mückenwassermooren befand, erreichte Gandalf sogar schon vor den anderen die Wetterspitze, wo er unverhofft vom Hexenkönig und 5 weiteren Nazgûl angegriffen wurde. Eine volle Nacht lang konnte sich Gandalf gegen sie verteidigen und am frühen Morgen des nächsten Tages entkommen. Die Berge, die man hier sieht, sind die Wetterberge. Der höchste und südlichste von ihnen ist natürlich die Wetterspitze, auf denen die Ruinen des Wachturms von Amon's Hul stehen. Dieser war einst das Zentrum des Königreiches von Arnor gewesen und er hatte einen Palantir beherbergt, der viel größer und mächtiger als der von Isengard gewesen war. Im Krieg gegen den Hexenkönig von Angmar wurde der Turm jedoch mehr als 1600 Jahre vor dem Ringkrieg zerstört. In den Filmen ist der Amon's Hul außerdem deutlich zu klein dargestellt. Die sind für euch. In den Büchern bekamen die Hobbits ihre Dolche nicht von Aragorn, sondern von Tom Bombadil, wie wir schon im letzten Teil erwähnt hatten. Darüber hinaus waren sie keineswegs gewöhnlich, sondern mit starken Zaubern belegt. Mach das aus, ihr Tölpel! Mach das aus! Na wunderbar! Asche auf meinen Tomaten! Beim gesamten Angriff auf die Wetterspitze weichen die Filme sehr stark von den Büchern ab. So wurden die Nazgûl nicht etwa durch das Feuer auf die Hobbits aufmerksam, sondern schon am helllichten Tage, als Aragorn, Frodo und Merry auf die Wetterspitze hinaufstiegen, um nach einem Zeichen Gandalfs zu sehen. Die Ringgeister konnten Aragorn und die Hobbits zwar nicht sehen, doch rochen sie deren Blut und spürten ihre Anwesenheit, ähnlich wie auch die Hobbits die Ringgeister durch deren Aura der Angst wahrnehmen konnten. Die Hobbits und Aragorn lagerten also in der Mulde am Rande der Wetterspitze und warteten den Angriff der Nazgûl ab. Außerdem entfachten sie ein Feuer, da diese einerseits in ihrer Weise bei Dunkelheit hervorragend zu sehen vermögen und andererseits, da sie Feuer hassten und jene fürchteten, die es zu gebrauchen wussten.
Zwei der Nazgûl sind übrigens der Hexenkönig und Ramul. In den Büchern traten sie allerdings nicht so langsam und dramatisch heran. Als sie mitten in der Nacht ans Feuer herankamen, stellten sich die Hobbits und Aragorn mit dem Blick nach außen um das Feuer und bewaffneten sich mit brennenden Stöcken. Als die Ringgeister näher kamen, konnten die Hobbits die immense Angst nicht mehr länger ertragen, sodass sich Merry und Pippin auf den Boden warfen. In Frodo schlug die Angst in das überwältigende Verlangen danach um, den Ring auf den Finger zu stecken, wogegen er sich nicht zu wehren vermochte. Und da seine Zunge wie gelähmt war, steckte er stumm den Ring auf den Finger. Sofort befand er sich zwischen der physischen und der Schattenwelt und wurde für die Nazgûl sichtbar, konnte diese aber ebenfalls deutlich wahrnehmen. Anders als im Film waren die Ringgeister jedoch körperlich nicht so verkommen und ausgemergelt, sondern starke, große Gestalten mit breiten Schultern und glühenden Augen. Als Frodo sein verzaubertes Messer zog, leuchtete es in der Schattenwelt rot, sodass vier Ringgeister aus Furcht stehen blieben und nur der Hexenkönig sich an Frodo heranwagte. Seinerseits zog er die Morgul-Klinge, welche ebenfalls mit einem faden Lichte zu leuchten schien. Und dann sprintete er auf Frodo zu. Sein Ziel war es, dem Hobbit das Herz zu durchstoßen. Doch da dieser sich wehrte, sich zu Boden warf und seinerseits nach dem Hexenkönig schlug, traf ihn das Morgul-Messer nur in der Schulter. In den Büchern wurden die Nazgûl nicht durch Aragorn vertrieben, zumindest nicht hauptsächlich. Der Hexenkönig hat aus drei Gründen tatsächlich Angst vor Frodo. Erstens wusste er nichts von Tom Bombadil, weshalb er dachte, dieser hätte den machtvollen Grabwicht allein besiegt. Zweitens wurde er von Frodo nur knapp mit dem verzauberten Dolch verfehlt, welcher sich für ihn als ebenso tödlich erwiesen hätte wie die Morgul-Klinge für den Hobbit. Und drittens rief Frodo im letzten Augenblick Varda, die Valie und Göttin der Sterne, an, welche die Nazgûl um alles fürchteten und hassten. Nachdem er Frodo also die entsetzliche Wunde beigebracht hatte, zogen sich die Ringgeister fürs Erste zurück. Er ist durch eine Morgul-Klinge verletzt worden. Dazu reicht meine Heilkunst nicht aus. Bei der Verwundung brach die Spitze jener Waffe ab und verweilte in Frodos Schulter. Dort begann sie sich immer weiter in Richtung Herz zu wühlen. Es war eine Verletzung, die einen normalen Menschen oder Hobbit binnen 1 bis 2 Tage dahingerafft hätte, doch Frodo widerstand ihr ganze 21. Los, schnell! Es sind 6 Tagesmärsche bis Bruchtal! Das schafft er nie! Da Aragorn die Hobbits durch wegloses Gelände führte, waren es tatsächlich 14 Tagesmärsche. Nach 6 Tagen erreichten sie allerdings die letzte Brücke und konnten sie unbemerkt passieren. Der Hexenkönig und 2 andere Ringgeister hatten eigentlich auf der Brücke patrouilliert, doch waren sie von Glorfindel, des mächtigsten Elbenkriegers des 3. Zeitalters, davongejagt worden. Diesen wundersamen Moment hat es in den Büchern nicht gegeben. Es war nämlich Radagast, der den großen Adler nach Isengard schickte. Denn bevor Gandalf ratsuchend zu Saruman ritt, trug er den Braunzauberer auf, den großen Adler als Speer einzusetzen und dann einen Botschafter mit allen nützlichen Informationen zum Orthanc zu schicken. In den Büchern ist die Züchtung der Uruk-hai tatsächlich noch ekelerregender. Denn in generationsübergreifenden Prozessen folterte Saruman Menschen und minderte sie durch schwarze Magie derartig herab, dass sie sich nach wenigen Generationen mit Orks paaren konnten. In den Brutkammern Isengards wurden also massenhaft kleine Uruk-hai-Babys von ihren orkischen Müttern zur Welt gebracht und als sie herangewachsen waren, übertrafen sie alle anderen Orkrassen an Größe und Kampfeskraft. Er gleitet hinüber in die Schattenwelt. Bald wird ein Geist sein, genau wie sie. Über den Effekt der Morgul-Klingen haben wir schon mal ein Video gemacht. Schaut dort gerne mal vorbei, wenn ihr mehr über sie erfahren wollt. Sam, kennst du die Arthalas-Pflanze? Arthalas? Königskraut. Königskraut, das wächst überall. Tatsächlich war Arthalas im Norden Mittelerdes nur den Waldläufern und keinem Hobbit bekannt. Ursprünglich wuchs jene Pflanze auf der Insel Numenor, doch die Dúnedain brachten es auch nach Mittelerde, wo es hernach in Gondor und Arnor gedieh. Es hatte eine heilende und erfrischende Wirkung auf Körper und Geist. In den Büchern kam nicht Arwen den Hobbits und Aragorn zu Hilfe, sondern Glorfindel, der auch die 3 Nazgûl von der letzten Brücke vertrieben und den Gefährten so das Passieren möglich gemacht hatte. Er war ein wiedergeborener Elb, der in seinem früheren Leben einen Balrog getötet hatte.
In Valinor wurde er reinkarniert und von den Valar mit göttlichen Fähigkeiten ausgestattet. Um Elrond im zweiten Zeitalter im Kriege gegen Sauron beizustehen, wurde er nach Mittelerde entsandt. Er war der größte Widersacher des Hexenkönigs. Im Arwen, Telin Lethaid. Lasto Bethnin Tolodan Nangalad. Hier spricht Arwen in der Elbensprache Sindarin. In den Büchern kaute Aragorn nicht die Blätter der Arthelas-Pflanze, sondern kochte sie in Wasser und wusch damit Frodos Wunde aus, was ihm kurzzeitige Linderung verschaffte. Seit 2 Tagen suche ich schon nach euch. Was wollt ihr jetzt mit ihm machen? 5 Ringgeister sind hinter euch. Wo die anderen 4 sind, weiß ich nicht. Glorfindel suchte 9 Tage, bevor er die Gefährten fand. Die anderen 4 Ringgeister, von denen Arwen spricht, sind jene, die Gandalf verfolgten, als dieser nach dem Kampf mit ihnen von der Wetterspitze fliehen konnte. Sie gaben ihre Verfolgung irgendwann auf, suchten den nördlichen Teil des Flusses Mithaithel vergeblich nach dem Ringträger ab und bezogen Stellung an der Furt des Flusses Bruinen. Ich habe keine Furcht vor ihnen. Beastlin. Hier sagt Aragorn Beastlin, was in der Elbensprache Sindarin, wie du wünschst, bedeutet. Reite schnell, blicke nicht zurück. Norolimas Verlauf. Norolim. Norolim bedeutet auf Sindarin so viel wie laufe schnell. Und Asphaloth ist in den Büchern der Name von Glorfindels Pferd und kann mit sonnenbeschienener Schaum übersetzt werden. In den Büchern ritt Frodo allerdings allein auf Asphaloth. Oder besser gesagt, saß er auf dessen Rücken und wurde von ihm sanft dahingetragen. Eigentlich ritten Elben ohne Sattel und Zaumzeug. So war Asphaloth in den Büchern auch ungesattelt, trug jedoch einen kunstvollen, federbesetzten Kopfschmuck, der mit Glöckchen und Juwelen geschmückt war. Zu diesem Zeitpunkt hatte Frodo den Splitter der Morgoklinge bereits 14 Tage in sich getragen. Er war schon so weit in die Geisterwelt übergetreten, dass er leicht durchsichtig für alle anderen erschien. Die Nazgul konnten ihn jedoch klar und deutlich sehen und er konnte ihre wahren Gestalten erkennen, ohne den einen Ring zu tragen. Dieser Fluss hier ist der Bruinen. Die Nazgul scheuten ihn zu überqueren, da sie Wasser hassten und der Fluss ein elbisches Gewässer war. Arwens Schwert heißt übrigens Havafang, also übersetzt Hordenspalter. In den Büchern ist es jedoch nicht ihre Waffe. In den Büchern wagten es nur der Hexenkönig, Ramul und ein weiterer Nazgul, das Wasser zu durchwaten. Und es war nicht Arwen, die mit elbischem Zauber die Flutwelle beschwor, sondern ihr Vater Elrond, der durch seinen Elbring Vilja große Macht über den Fluss besaß. Als die Welle kam, wurden die übrigen Ringgeister von Glorfindel, Aragorn und den Hobbits mit brennenden Stöcken in den Fluss und ins Verderben getrieben. Die Gischtpferde wurden von Gandalf herbeigezaubert und brachen in den Büchern mit großen Felsbrocken auf den Nazgul hernieder. In dieser Katastrophe verloren 8 Rösser der Nazgul ihr Leben, doch der Hexenkönig vermochte seines mit der ihm innewohnenden Macht vor dem Tode zu retten. Also warf er seinen schwarzen Umhang fort und eilte unbekleidet und unsichtbar auf dem Rücken seines Pferdes so schnell wie möglich nach Mordor, um Sauron Bericht zu erstatten. Die Gnade, die mir zuteil, möge auf ihn übergehen. Verschont ihn, rettet ihn. In den Büchern hatte Arwens Flehen mit Frodos Genesung in Bruchtal nichts zu tun. Es war allerdings ihre Entscheidung als Halbelbin, sterblich zu werden und in Mittelerde zu bleiben. Und durch dieses Opfer billigten die Valar, dass Frodo nach dem Ende des Ringkrieges auf dem elbischen Schiff an ihrer Stadt in die unsterblichen Lande segeln durfte. Lasto Bethnin Tolodan Nangalad. 4 Tage und 3 Nächte lang schlief Frodo in Bruchtal durch und um ihn stand es sehr schlecht. Doch am Ende fand Elrond den Splitter der Morgulklinge und entfernte ihn, sodass der Hobbit Heilung erfahren konnte und am 24. Oktober des Jahres 3018 wieder erwachte. Abschließend vielen Dank an unsere Mitglieder, besonders an Niklas Finger, Johnny, Elmar Zuber, Hoftiergarten, der alte Gollum, Mugetsu DSG und Volt Ghidorah und Technostrategiezone, Mojabo, Gara, Yahiro und Dominik. Bis zum nächsten Mal.